Herzlich willkommen zur Software Engineering Vorlesung. Heute zum Thema Softwareentwurf. Das ist die 12. Vorlesung und möchte mal einen kleinen Ausblick geben. Ihr könnt das im Panda auch nachlesen, was uns jetzt so noch erwartet im restlichen Semester. Es wird also heute um Softwareentwurf gehen. Wir werden das, was wir heute besprechen, beim nächsten Mal noch so ein bisschen vertiefen. Ja, ihr hattet beim letzten Mal hatten wir die Vorlesung zur Softwarearchitektur. Da hatten wir am Ende so Architekturmuster. Da konnte man das ein bisschen kürzer besprechen. Hier gibt es tatsächlich auch noch mal ein Muster, aber da nehmen wir uns eine eigene Vorlesung für. Und in 2 Wochen gibt es dann noch eine Vorlesung über Open Source Software, über Open Source Lizenzen. Als relativ neues Thema, glaube ich, in so Software Engineering Curriculum, also oder eine Vorlesung zum Thema Software Engineering, eigentlich ist relativ relevant für euch. Gut, unabhängig davon wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, da haben wir jetzt keinen Slot gefunden im Rahmen der Vorlesung, sondern im Rahmen vom Praktikum oder der Zentralübung wird es auch nochmal eine Gastvorlesung geben, wie dann Software-Testen so in der Praxis aussieht. Und ich glaube, das gibt ein paar interessante Einblicke für euch. Es wird auch noch eine Fragestunde zur Klausur geben. Also da werden wir ein bisschen was von uns aus nochmal erzählen zur Klausur. Wen das jetzt schon interessiert, guckt gerne die Altklausuren rein. Die sind relativ repräsentativ von dem, was euch da auch erwarten wird. Die haben wir verlinkt im Panda. Aber da könnt ihr nochmal konkrete Fragen loswerden. Gibt es erstmal Fragen zum Ablauf für die verbleibenden 3 Wochen? Gut, wenn euch später noch Fragen einfallen, gibt es da wieder so interaktive Elemente, dann könnt ihr da auch gerne nochmal die Hand heben und fragen. Falsche Richtung. Gut, dann legen wir los mit der Vorlesung. Es wird euch wahrscheinlich nicht so schrecklich überraschen, dass wir erstmal über Schaukeln sprechen. Der Kunde will irgendwas, der erklärt irgendwas, braucht aber eigentlich irgendwas anderes. Und wir haben schon gesehen, dass da so verschiedene Phasen dazwischen stehen, dass wir verschiedene Brücken bauen wollen. Insbesondere haben wir irgendwie vielleicht jemanden, der so die Anforderungen aufnimmt oder das Projekt leitet, und wir haben andere, die das implementieren. Und in der letzten Vorlesung haben wir uns auch schon damit befasst, wie wir quasi das analysieren können, das System, wie wir uns überlegen können, wie soll das System eigentlich aufgebaut werden. Und während wir uns in der letzten Vorlesung mit dem Grobentwurf auseinandergesetzt haben, gucken wir uns heute den Feinentwurf an. So, das heißt, wir werden heute erstmal definieren, was ist eigentlich dieser Softwareentwurf, und das ist nicht so eine schöne Analogie wie jetzt die Architektur, wo ich schöne Gebäude zeigen kann. Allerdings gibt es Entwurf auch in anderen Bereichen, auch da können wir ein paar Analogien schlagen, und wir werden danach uns auch wieder konkrete Diagramme angucken, diesmal 2 Diagramme, und dann habt ihr es auch geschafft mit den UML-Diagrammen, nämlich die Klassen- und die Sequenzdiagramme. Ziel da wieder heute eine Vorlesung, möglichst viel mitzeichnen, ich werde wieder Sachen an die Tafel malen, einfach direkt mitmalen, die Folien sind wieder schon im Panda drin, sodass ihr quasi die Vorlesung gleich auch für euch nutzt und über die Hand das gleich in den Kopf kommt. Gut, dann möchte ich mit einem Zitat starten, gebe euch kurz Zeit, das zu lesen. Ja, ich fand das Zitat ganz interessant, weil es irgendwie, es gibt halt das Programmieren und das klingt immer nach irgend so was Magischem und da fällt da irgendwas Tolles raus, aber faktisch ist es so, dass wenn wir uns nicht so Gedanken machen über die Anforderungen oder über den Entwurf und wir einfach drauf losprogrammieren, dann programmieren wir wahrscheinlich sehr viel für die Tonne. Das heißt nicht, dass die Qualität der Software da nicht stimmt, aber die macht vielleicht nicht das, was eigentlich der Kunde braucht oder erfüllt nicht die Anforderungen. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen Gedanken machen, bevor wir irgendwie was programmieren, und manchmal auch, gibt es vielleicht schon was Bestehendes und wir wollen das irgendwie verändern, und wir müssen uns da vielleicht erstmal Gedanken machen, was ist jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit, das hinzuzufügen, weil es kann vielleicht Entwürfe geben oder eine Möglichkeit, irgendwie die Klassen zu strukturieren, die in der Zukunft viele Fehler verursachen wird. Ja, und das ist relativ schwer zu sehen an so einem kleinen Programmierprojekt. Ihr werdet das allerdings im nächsten Semester, die meisten von euch, dann deutlich detaillierter sehen. Wenn ihr an was Größerem programmiert, dann werdet ihr nämlich bestimmte Fehler sehen und manchmal könnt ihr die eben auf Entwurfsentscheidungen zurückführen. Gut, so ähnlich hatten wir die Grafik beim letzten Mal an der Tafel, noch einen kleinen Tuck ausführlicher, weil ich hatte noch dran geschrieben, was deutsche Begriffe dafür sind.
Also wir haben schon über verschiedene Sachen gesprochen und wir kamen irgendwie von Anforderungen und wir haben Systeme modelliert. Ja, Anforderungen sind halt erstmal irgendwie textuell, Use-Case-Diagramme. Dann haben wir die Systeme modelliert mit Zustandsdiagrammen, Aktivitätsdiagrammen. Das alles dient dafür, das Problem des Kunden zu verstehen. Und führt uns noch nicht so richtig zu dieser Lösung. Und dann gibt es aber diesen Entwurf oder diese größere Phase des Entwurfs und da geht es darum, an der Lösung zu arbeiten. Aber in der Lösung zu arbeiten, ohne direkt was zu programmieren. Weil wenn ich was programmiere, dann muss ich mich schon für die Programmiersprache entschieden haben und vielleicht möchte ich ja die Programmiersprache erst entscheiden, wenn ich weiß, wie das System aufgebaut ist. So, und da hatten wir beim letzten Mal vom Architekturentwurf oder zu Deutsch Grobentwurf gesprochen und da resultiert eine Architekturspezifikation. Das heißt, wir wissen vielleicht jetzt am Stand der heutigen Vorlesung, von der letzten Vorlesung, wir haben da über den Signal Messenger zum Beispiel gesprochen. Wir haben jetzt gewisse Komponenten. Ja, wir wissen jetzt vielleicht, wir wollen das System in 3 Komponenten zerlegen. Eine für den Server, eine für den Client und vielleicht noch in irgendeine extra Bibliothek, die in dem Client genutzt wird oder vielleicht 2 verschiedene Clients. Und jetzt können wir, diese Architekturspezifikation ist jetzt der Input für das, was wir heute machen. Ja, jetzt möchte ich nämlich vielleicht reingucken, jetzt gibt es die Serverkomponente. Wie ist die Serverkomponente dann in sich aufgebaut? Ja, weil bloß zu wissen, da gibt es eine Komponente, das hilft mir vielleicht noch nicht, wie ich jetzt mit dem Team anfange, weil jetzt habe ich vielleicht ein Team von 5 Personen und mit den 5 Personen möchte ich jetzt diese Serverkomponente entwickeln. Und dann können aber nicht alle 5 einfach gleichzeitig anfangen und irgendwas coden, weil die müssen sich erstmal darauf einigen, wie sie das weiter aufteilen. Gut, dazu auch nochmal ein interessantes Zitat von Alistair. If it's your decision, it's design. If not, it's a requirement. Es ist sozusagen, es ist nicht immer einfach in der Praxis zu entscheiden, reden wir von irgendwas und es ist eine Anforderung oder reden wir von irgendwas, was mit dem Entwurf zu tun hat. Und wenn ein Software-Ingenieur quasi was nicht entscheiden kann, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Anforderung, die eben vom Kunden kommt. Und wenn man das entscheiden kann, wende ich das Client-Server-Pattern an, mache ich einen Syn-Client oder einen Rich-Client, ja, das waren so Entscheidungen aus der letzten Vorlesung zur Software-Architektur, dann ist es halt Entwurf, dann geht es eben an der Stelle um den Grobentwurf. Wie meine Klassen heißen oder sowas könnte jetzt eine andere Entscheidung sein, aber dann ist es eben Entwurf und dann ist es eben nicht eine Anforderung vom Kunden. Gut, das mag jetzt vielleicht nicht jedem so gehen, wie der Person, die hier den XKCD gemalt hat. Allerdings, wenn wir uns in unserer Umgebung genügend umschauen, dann gibt es viele Entwurfsentscheidungen, die da drin sind. Ja, die Sitze hier, die haben eine bestimmte Farbe, dann gibt es hier so Kanten, die sind so leicht abgerundet. Das sind gewisse Entwurfsentscheidungen, manche die sind vielleicht irgendwie vorgegeben, sind Anforderungen gewesen, aber es gibt quasi viele einzelne Entscheidungen, die nachher die quasi unser Leben umgeben oder die in den Dingen, die uns umgeben, stecken. Und tatsächlich gibt es diese Entwurfentscheidung natürlich auch für Software. Und wir werden ab jetzt sozusagen natürlich eher über die Software nachdenken, was wir da für Entwurfsentscheidungen haben und weniger über, ja, wie der Stil von dieser Lampe aussieht. Gut, dazu nochmal zur Erinnerung, was wir schon gesehen hatten, waren in UML-Diagrammen Verhaltensdiagramme und Strukturdiagramme und bei den Strukturdiagrammen hatten wir uns die Komponentendiagramme angesehen. Wir wollen jetzt in der Vorlesung 2 neue Diagrammtypen uns angucken, nämlich die Klassendiagramme als eine weitere Form der Strukturdiagramme und die Sequenzdiagramme dann im letzten Teil der Vorlesung als eine weitere Form der Interaktionsdiagramme. Die Interaktionsdiagramme so als Unterart noch von Verhaltensdiagrammen. Und das ist insofern nochmal ganz interessant. Wir sind also heute im Feinentwurf. Es geht darum, ich habe eine einzelne Komponente. Wie arbeitet diese Komponente intern? Und auch da haben wir wieder Fragestellungen, die mit der Struktur zu tun haben. Welche Klassen habe ich da drin? Welche Klassen kennen sich überhaupt? Welche arbeiten miteinander?
und aber auch das Verhalten betreffen, nämlich welches Objekt ruft die Methode von welchem anderen Objekt auf, in welcher Reihenfolge passiert das, passiert das alles irgendwie nebenläufig, passiert das, wartet das eine Objekt so lange, bis das andere fertig ist. Und wir werden sehen, dass quasi so alles, was die Struktur betrifft, was haben wir für Klassen, welche Klasse kennt welche, das sind, wird festgehalten in den Klassendiagrammen und in Sequenzdiagrammen dann das entsprechende Verhalten. Gut, und bevor wir weitermachen mit den zwei Teilen, so Klassen- und Sequenzdiagrammen, haben wir für euch ein kleines Quiz. Das sollte wieder funktionieren mit dem QR-Code. Das ist vielleicht nicht so einfach zu machen, falls ihr es entscheiden könnt, auf dem Mobiltelefon. Also wenn ihr irgendwie einen Rechner vor euch habt, ist es wahrscheinlich da ein bisschen einfacher. Zumindest ist es mir relativ schwer gefallen, weil ihr sollt da Sachen hin und her schieben und das war auf dem Mobiltelefon nicht ganz so einfach. Gut, das ist ein kleiner Lückentext. Das ist für euch nochmal zu gucken, wo steht ihr eigentlich, was Objektorientierung angeht. Das hatte da im letzten Semester schon ein bisschen und ein bisschen jetzt nebenbei im Praktikum, die meisten von euch. Aber da einfach, dass ihr nochmal gucken könnt, wo er steht und wir werden das gleich auswerten.
Wir warten mal noch auf ein paar Rückmeldungen. Gut, also das gibt so einen Überblick, wo ihr jetzt vielleicht steht. Unsicherlich waren da ein paar Fragen drin, was jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger irgendwie zu sehen war. Allerdings war Teil der Aufgabe für euch nochmal zu gucken, wo steht ihr da jetzt, was Objektorientierung angeht und die Fachbegriffe. Und andererseits euch in Erinnerung zu rufen, was ihr sowieso schon wisst, weil wir werden Objektorientierung jetzt heute in der Vorlesung an verschiedenen Stellen wieder benutzen und brauchen. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Gut, dann würden wir weitermachen mit dem nächsten Vorlesungsteil. Und zwar soll es jetzt um die sogenannten Klassendiagramme gehen. Da vielleicht kurz die Frage, kennt ihr Klassendiagramme schon von anderen Veranstaltungen vorher? Okay, woher kennt ihr die so? Aus der Schule oder? Okay, aber das sind wahrscheinlich dann vielleicht nochmal, wer hat von Klassendiagrammen noch nichts gehört? Nochmal kurze Rückmeldung. Jetzt traut sich keiner zu melden. Andersrum. Wer kennt schon Klassendiagramme? Gut, da sind auf jeden Fall noch nicht so viele Meldungen. Also insofern, lasst uns das durchgehen. In jedem Falle ist es so, wenn ihr schon irgendwo mal von Klassendiagrammen gehört habt, dass jeder da leicht andere Notationen hat und wir uns hier auch auf eine Notation einigen. Wir werden nämlich auch nicht wieder den kompletten UML-Standard hier zulassen in der Vorlesung und Übung, sondern uns auf eine kleine Teilmenge davon einigen und die jetzt hier zusammen umsetzen. Also jedes Diagramm, was ihr hier in der Vorlesung seht, ist korrekt nach UML, aber nicht jedes UML-Diagramm, was ihr irgendwo im Internet seht, ist korrekt nach dieser Vorlesung. Gut, also wir sind bei einem Strukturdiagramm. Wir wollen irgendwie die Struktur ausdrücken von dem System. Und jetzt haben wir letztes Mal schon über diese Komponentendiagramme gesprochen, aber die Komponentendiagramme, die sind doch ein sehr grobes Einteilen von dem System. Wir haben da zwar diese Subkomponenten, diese Hierarchie, aber deswegen hört es trotzdem irgendwo auf. Es geht nämlich immer um gewisse Pakete der Software und an irgendeiner Stelle muss man dann eben aufhören. Gut, jetzt habe ich den falschen Foliensatz erwischt. Das kriegen wir aber hin. Jetzt muss ich bloß noch da hinspringen. Ja, gut. Klicken uns jetzt einfach kurz hier durch. So, da wollte ich hin. Gut, und hier wäre jetzt wieder die Idee, ne, da ist rechts Platz. Ihr könnt nebenbei gern mitmalen.
Gut, was da jetzt schon mal steht, wir haben irgendwie Klassen. Klassen beschreiben irgendwie Objekte. So, das heißt, das ist eine Klasse und im Prinzip könnten wir jetzt fast schon überlegen, das ist jetzt irgendwie schon ein Klassendiagramm. Jetzt ist ein Klassendiagramm irgendwie mit einer Klasse relativ witzlos, weil wir da drin irgendwie nicht viel sehen können. Was man typischerweise hat, ist, dass man mehrere Klassen hat. Vermutlich kann die Regie nicht mit mir reden. Wir müssen mal was ändern noch, weil mir wurde nämlich gesagt, dass heute nur die eine Seite gefilmt wird. Damit das für die Aufnahmen besser funktioniert, muss ich leider noch mal kurz wechseln. Sorry für die Verzögerung, ist mir gerade erst wieder eingefallen. Also ich male das gleiche jetzt hier nochmal ab. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit, euren Stift zu suchen und das mitzumalen. So, wir haben irgendwie Klassen. So, die Klassen haben irgendwie beschreiben Objekte. Ich habe typischerweise ja nicht nur ein Objekt der Art, sondern ich habe typischerweise mehrere Objekte. Das heißt, die Klasse ist eine Beschreibung, was für Objekte ich haben kann. Und die haben dann typischerweise die gleichen Felder, Operationen und haben die gleichen Zusammenhänge zu anderen Klassen. Jetzt ist so ein Klassendiagramm relativ witzlos, wenn ich diese ganzen Boxen da bloß habe. Kurz noch was zur Einordnung. Das ist jetzt wieder eine eckige Box. Ja? Da sind keine abgerundeten Ecken, es ist nicht oval und so weiter. Das ist wirklich einfach komplett eckig. Und wir können das von einem Use-Case-Diagramm unterscheiden, weil da keine Ellipsen noch drin sind für die Use-Cases. Und wir können es von einem Komponentendiagramm wie unterscheiden. Warum sind das keine Komponenten? In einem Komponentendiagramm, also nicht nur, weil da Class steht, sondern das kann man nicht nur am Namen erkennen. Ja? Nee, Komponentendiagramm hatte auch eckige Ecken. Ja? Genau, wir haben rechts oben beim Komponentendiagramm immer noch dieses kleine Komponentenzeichen. Ne? Ihr erinnert euch, das habe ich beim letzten Mal noch nachträglich gemalt in jeder einzelnen Komponente, um Zeit zu sparen hier. Tatsächlich sehen wir das da dran, ja? Die eckigen Boxen. Gut, ich male es nochmal kurz hin zur Erinnerung, falls ihr euch jetzt fragt, was für ein Symbol wir jetzt hier meinen, wovon wir hier reden. So, dieses kleine Symbol war oben in meiner Ecke bei den Komponenten. Gut, jetzt macht das aber alles nur Spaß, wenn die Klassen irgendwie was miteinander zu tun haben und die einfachste Verbindung zwischen zwei Klassen ist eine Assoziation. Die Idee ist halt zu sagen, gewisse Klassen stehen in irgendeiner Beziehung zueinander und wir werden später noch kennenlernen, es gibt noch bessere Möglichkeiten, irgendwie Verbindungen auszudrücken, aber das ist irgendwie die naheliegendste, die Form quasi zu sagen, zwei Objekte, zwei Klassen haben was miteinander zu tun, die stehen in einer Verbindung. Englisch Association. Gut, und jetzt ist es aber so, dass wir, wenn wir so eine Assoziation haben, dann gibt es diese zwei Klassen und diese zwei Klassen übernehmen eine bestimmte Rolle innerhalb dieser Beziehung. So, was machen wir mit dieser Rolle? Naja, die schreiben wir einfach an das jeweilige Ende. Und zwar können wir jetzt hier sagen, das ist die Rolle, English Role 1 und das ist die Rolle 2. So, und weil das viel zu abstrakt ist, gucken wir uns jetzt ein konkretes Beispiel an, in dem das klar wird, was wir damit meinen. Und ich war relativ unkreativ, wir reden einfach von einer Lehrveranstaltung. Englischkurs. Und die Lehrveranstaltung hat Studierende, Englisch Student.
So, irgendwas haben die beiden miteinander zu tun. Wir könnten also sagen, na, wir verbinden die beiden einfach mal. Aber da ist jetzt noch nicht so ganz klar, okay, was ist damit jetzt gemeint? Denn tatsächlich sitzen hier zwei Arten von Studierenden drin und die haben eine unterschiedliche Rolle für diese Lehrveranstaltung. Die gucken, nehmen wir jetzt mal auseinander. Und zwar erstmal gibt es Studierende, die sind Teilnehmende. Das heißt Englisch Participant. Kann man das lesen oder soll ich beim nächsten Diagramm ein bisschen größer schreiben? Größer oder? Gut, beim nächsten Mal machen wir es ein bisschen größer. Gut, also hier steht Teilnehmender Participant. Also, der Kurs hat Studierende mit der Rolle Teilnehmer oder Teilnehmerin. So, andersrum hat eine studierende Person hat quasi dieser Kurs auch eine gewisse Rolle. Und da könnten wir jetzt sagen, war ja auch relativ unkreativ, also die studiert man, Englisch, study. So, ein bisschen größer schon mal. Ich mache das beim nächsten Diagramm noch ein bisschen größer. Gut, jetzt habe ich schon gesagt, es gibt ja aber vielleicht Studierende, die noch eine andere Rolle haben, typischerweise nicht zwingend im gleichen Kurs. Studierende, die das irgendwie früher schon mal gehört haben, die wirken vielleicht mit an der Vorlesung. Das heißt, was ich jetzt machen kann mit Hilfe dieser Rollen, ist zu sagen, naja, es gibt einfach mehrere Assoziationen dazwischen und es gibt eben noch andere Rollen. Nämlich gibt es Assistenten. Ja, da vorne sitzen jetzt zwei, die uns bei der Vorlesung unterstützen. So, und da kann man jetzt gucken, was ist dann für Sophia und für Max quasi diese Vorlesung? Naja, es ist vor allem Arbeit, also Work. Das heißt, das wäre die Rolle. Ja? Es ist quasi ein Job. So, und jetzt kann man quasi erkennen, es gibt zwei Verbindungen und die Verbindungen machen erst Sinn für uns, wenn wir Rollen dran schreiben. Ja, und tatsächlich werdet ihr das auch sehen, es wird auch in den nächsten Vorlesungen und so, wir werden nicht immer Rollen dran schreiben, weil manchmal ist es vom Kontext klar, aber manchmal hat man zwei Verbindungen, dann sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, Rollen dran zu schreiben. Manchmal ergibt sich das vom Kontext. Ganz wichtig ist noch, ihr habt gerade parallel auch ER-Diagramme, oder kommen die erst später im Studium? Habt ihr schon mal was von ER-Diagrammen, Entity-Relationship-Diagrammen? Gut, hier nicken ein paar, also ein paar haben das parallel. Kleine Eselsbrücke, ist es andersrum bei ER-Modellen. Ist leider so, ja, bei Datenbanken ist genau umgekehrt. Hier ist es so, dass das, was ein Student für einen Kurs ist, das schreibe ich auch an die Stelle ran, wo die studierende Person ist, oder English Student. Bei ER-Modellen würde man quasi diese zwei Labels umdrehen. Aber das ist einfach, das muss man sich eben merken, hier ist es so rum. In ER-Modellen ist es leider umgekehrt. Habe ich mir nicht ausgedacht, ist leider so. Gut, manchmal wollen wir jetzt noch festlegen, wie viel es von einer bestimmten Entität oder von einem bestimmten Objekt geben kann. Und zwar ist das immer die Frage, wenn ich jetzt ein Objekt auf der einen Seite habe, wie viele kann es auf der anderen Seite geben? Und dann auch in die entsprechend andere Richtung. Und auch da ist wieder die Frage, wo schreibt man das dran, auf welche Seite? Und das gucken wir uns vielleicht erstmal an. Also wir könnten hier zum Beispiel sagen, ich habe beliebig viele Objekte vom Typ Klasse 1, die in so einer Beziehung stehen. Und ich habe vielleicht genau eins von dieser Klasse. Ja, das wäre jetzt ein Beispiel. Ist nicht sonderlich hilfreich, weil diese Rollennamen nichts sagen. Also gucken wir uns das jetzt mal an dem Beispiel an. Gut, die Vorlesung macht nur Sinn für mich, wenn es hier mindestens eine studierende Person drin gibt. Also können wir schon mal sagen, mindestens eine. Und die Notation im UML ist dafür, ich schreibe auf 1 bis Stern, also beliebig viele. Jetzt könnte man auch sagen, ich trage da jetzt 300 ein oder so, oder wie viele hier in den Hörsaal passen. Die Frage ist halt immer danach, was möchte man hier gerade modellieren? Möchte ich wirklich eine Obergrenze modellieren oder möchte ich nicht einfach, dass jeder sich einschreiben kann und keiner die Meldung zurückbekommt, der Kurs ist voll? Ja, es gibt so Kurse im Studium, wo das tatsächlich so ist, wo es heißt, ein Seminar zum Beispiel, wo es heißt, das gibt jetzt wirklich 12 Plätze und dann ist er voll, dann würde ich da jetzt die 12 eintragen. Diese Vorlesung hat keine Obergrenze. Gut,
Studierende können wiederum an Kursen teilnehmen und das können beliebig viele sein in einem bestimmten Semester. Warum beliebig viele? Naja, erstmal gibt es auch da irgendwie keine Obergrenze, wie viel ich belegen kann. Aber es gibt vielleicht auch sowas wie ein Urlaubssemester oder es gibt ein Semester, wo man aus welchen Gründen auch immer keine Vorlesungen besucht. Und dann könnte das eben auch 0 sein. Und wir müssen nicht 0 bis Stern quasi schreiben, sondern es gibt eine Kurzschreibweise dafür. Steht auch da oben. Ja, 0 bis Stern bedeutet beliebig viele. Gut, jetzt können wir noch ein paar andere Beispiele hier drin basteln. Wenn man als Studierender an Kursen mitarbeitet, dann wahrscheinlich eher an 0 oder 2, also 0 bis 2. Ja? Also das Typische ist vielleicht irgendwie ein Hiwi-Job oder 2. Irgendwo gibt es da eine Grenze, an wie vielen der Veranstaltung man mitwirken kann, sagen wir mal hier 2, damit ihr das mal seht als Beispiel. Und dann kann man sich überlegen, wie viele Studierende arbeiten maximal in einer Vorlesung mit und was ich an anderen Uni mal gesehen habe, waren irgendwie 15. So, es kommt ein bisschen auf die Uni an und auf die Größe der Veranstaltung. Gut, gibt es dazu Fragen zu den Multiplizitäten? Gut, das ist nämlich der einfache Fall oder der einfache Teil. Dann kommen wir jetzt zu anderen Möglichkeiten, wie wir in Klassen was ausdrücken können. Das ist auch noch relativ einfach. Das Schwere heben wir uns zum Schluss auf bei den Klassendiagrammen. Nämlich, wir können jetzt Klassen, wollen wir manchmal darstellen, einfach nur mit deren Namen und manchmal noch mit zusätzlichen Eigenschaften. So, das heißt, ich kann auf die Idee kommen und schreibe eine Klasse wie folgt auf. Nämlich einfach nur mit ihrem Namen. Dann steht hier nur Klaas. Aber vielleicht möchte ich der Klasse noch mehr Details von dieser Klasse verraten. Und was man dann macht, um den Namen von dem Rest zu unterscheiden, ist hier einfach so einen Balken einführen. So, unter dem Balken kommen jetzt noch verschiedene weitere Informationen. Und hier in der Vorlesung betrachten wir 2 verschiedene Sachen, die man noch angeben kann, nämlich Attribute und Methoden. So, dann kann ich hier so ein Attribut angeben. Und es gibt vielleicht auch Klassen, für die möchte ich kein Attribut angeben. Das würde dann wie folgt aussehen. Was man da macht, ist einfach hier 2 Striche einzeichnen, um anzudeuten, hier ist ein Bereich, aber der ist quasi leer. An der Stelle gibt es quasi keine Attribute aufzulisten. So, was sind diese Attribute? Das ist einfach das, was ihr in Java zum Beispiel angeben könnt, was ein Objekt ausmacht, was ihr für Werte da abspeichert. Also bei eurer Expression oder Binary Expression ist das vielleicht links und rechts, also left und right, haben wir da zum Beispiel im Quelltext öfter gesehen. Das wären solche Attribute einer Klasse. Gut, und jetzt gibt es noch Operationen. Mit den Operationen können wir sagen, was mit den Daten passieren können soll. Englisch Operation. Wichtig, die unterscheiden wir einerseits, weil die in der Box darunter stehen, andererseits mit diesen Klammern am Ende. Und hier jetzt mal das Beispiel, dass wir die Attribute weglassen und es gibt darunter einfach eine weitere Operation. So, das heißt, eine Klasse kann so aussehen, eine Klasse kann so aussehen oder kann so aussehen. Oft ist es so, dass man das nicht mischt in einem Diagramm und manche Klassen so, manche so und so darstellt, sondern manchmal reicht es aus, irgendwas darzustellen, das werden wir gleich noch ein paar Beispielen sehen, dass ich einfach nur über die Objekte spreche und manchmal ist es wichtig für das Diagramm und das sehen wir vor allem in der nächsten Vorlesung nochmal Beispiele von, wo ich bestimmte Attribute und Operationen quasi auch noch auflisten möchte. Gut, und jetzt gibt es statische Attribute, das heißt, welche, die ich nur einmal habe. Und da kann man sich vorstellen, es gibt vielleicht irgendein Objekt und das liegt 1000-mal in meinem Speicher. Und die Frage ist, habe ich jetzt ein Attribut und das Attribut liegt auch 1000-mal im Speicher? Ja, wenn ich 1000 Objekte habe, davon habe ich auch 1000-mal dieses Attribut. Oder ist es ein Attribut, was nur einmal im Speicher liegt, nämlich einmal für die Klasse und nicht für jedes Attribut?
So, und was man dann macht, ist das einfach noch unterstreichen. Und das sehen wir gleich nochmal in einem Beispiel. Mal gucken, wo ich das mache. So, was wir jetzt nämlich mal machen, ist ein etwas komplexeres Beispiel zu basteln. So, und wir sagen jetzt die Klasse Lehrveranstaltung, Englischkurs, die wir hier oben schon mal einfach nur als Klasse hatten. Da wollen wir jetzt mal noch ein bisschen mehr Details zu preisgeben, nämlich wir sagen, wir haben hier einen Namen. So, Lehrveranstaltung hat einen Namen, über den kann man die finden. Und was wir auch machen können, ist die Typen angeben. Das heißt, ich kann sagen, der Name soll vom Typ String sein. Gut, was auch relativ typisch ist, dass so eine Lehrveranstaltung irgendwie, dass ich zu der weiß, wie viele Credit Points es dafür gibt. Nehmen wir jetzt mal CP. Und da kann ich sagen, naja, das sind 6 zum Beispiel für die Lehrveranstaltung. Ich kann so einen Initialwert mitgeben. Ich kann allerdings auch den Typen angeben und den Initialwert. So, das würde dann so aussehen, Credit Points vom Typ Integer und der Wert ist 6 beim Initialisieren des Kurses. Ja, vielleicht will ich sagen, die meisten Kurse haben 6 Credit Points, das heißt, das ist der Standardwert und wenn es vielleicht andere Kurse gibt, dann wird eben der Wert noch überschrieben oder gesetzt. Gut, das kann ich nicht lesen. Ist schlecht. Ich lasse mal ein bisschen Platz, das füge ich nachher mal noch ein. Gut, und jetzt können wir noch verschiedene Operationen haben. Jetzt habe ich mal ein bisschen wenig Platz gelassen. Muss ich mal noch kurz wegwischen. Na, also hier oben hat man jeweils bloß eine Operation drinstehen. Hier kann es jetzt vielleicht mehrere Sachen drauf geben. Nämlich zum Beispiel, ich möchte den Namen wissen. So, get name. So, jetzt habe ich mir auch zu wenig Platz gelassen. Beispiel wird noch ein bisschen größer. Sorry, falls ihr nicht wischen könnt. So, und was diese Methode machen soll, ist mir einen String zurückliefern. Nämlich den Namen des Kurses. So, dann haben wir ja auch die Credit Points. Auch da kann ich mir einen solchen sogenannten Getter anlegen, also Get Credit Points. Und der hat aber vielleicht einen anderen Typ, der hat dann den Typ Int. Ich möchte dann wissen, welche Zahl wird da quasi zurückgegeben, wie viele Credit Points gibt es für diesen Kurs. Gut. Jetzt ist es so, bei den verschiedenen Feldern und Methoden spielt es manchmal eine Rolle, wer darauf zugreifen darf. Also dürfen andere Objekte darauf zugreifen, dürfen Subklassen darauf zugreifen, darf nur die Klasse selbst darauf zugreifen. Und das Ganze gibt man über Modifier an. Ihr kennt die Stichworte aus Java jetzt, private, public, protected. Tatsächlich ist das relativ ähnlich zu dem, was jetzt in UML definiert ist, nur dass es jetzt auch noch eine Sichtbarkeit Package gibt. Ja, da gibt es quasi kein Keyword in Java, sondern es ist einfach, wenn ihr keins dieser 3 Schlüsselwörter hingibt, dann ist es die Bedeutung, die hier Package hat. Und jetzt wollen wir aber nicht jedes Mal private, public und so weiter schreiben, deswegen haben die spezielle Abkürzungen. Das heißt, wir würden einfach sagen, wenn irgendwas private ist, und das sind ja in unserem Beispiel, das war kaputt, dann haben wir hier einfach ein kleines Minus und das kleine Minus deutet an, dass das nur in diesem Objekt sichtbar ist, diese Felder. So, das heißt, aktuell kann Name und Credit Points, diese beiden Felder, die können nur innerhalb von dem Kurs gelesen werden, ist also nicht sinnvoll. Wir müssen ja auch irgendwie von außen drauf zugreifen können und deswegen auch diese 2 Getter. Wir können also sagen, lesend darf man von überall von außen drauf zugreifen. Und jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht ändert sich auch ein Name einer Lehrveranstaltung mal. Dann machen wir noch eine zusätzliche Methode.
die nennen wir jetzt mal Setname. Die unterscheidet sich jetzt ein bisschen von der anderen, weil wir da noch einen Parameter brauchen, nämlich den neuen Namen. Vom Typ String. Und um das in das Beispiel mal noch einzubauen, es könnte jetzt zum Beispiel denkbar sein, dass zwar von jeder Stelle aus dem Programm kann der Name und die Credit Points von einer Lehrveranstaltung rausgekriegt werden, aber nicht an jeder Stelle kann ich das ändern. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, naja, nur wenn es aus diesem Package kommt, die Klasse, dann darf die den Namen ändern. Und ich könnte dann zum Beispiel sagen, also die Studierenden, die liegen dann in einem anderen Package und dann kann eben ein Studierendenobjekt kann eben nicht den Namen einer Lehrveranstaltung ändern, sondern eben nur vielleicht spezielle Personen. Gut, gibt es dazu Fragen? Gut, jetzt kann ich auch mal ein Beispiel wieder lesen. Und zwar hatte ich hier noch ein anderes Beispiel, und zwar könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht verschiedene Lehrveranstaltungen gibt und wir haben sichtbar nur für alle Subklassen, ja, das ist quasi protected, das Symbol, haben wir vielleicht noch die Gesamtanzahl, die wir bisher an Lehrveranstaltungen haben. So, das ist count, hat den Typ int. Und diese Anzahl, die soll jetzt einfach sagen, wie viele Lehrveranstaltungen gibt es. Die hat also schon irgendwas mit Lehrveranstaltungen zu tun, aber eigentlich nicht mit dieser konkreten. Ich möchte also diese Variable nur einmal im Speicher liegen haben, während ich Name für jede Lehrveranstaltung liegen habe. Und deswegen kann ich jetzt an der Stelle sagen, naja, das ist statisch. Und das markieren wir über ein Attribut, was unterstrichen ist, indem wir quasi sagen, dieses spezielle Attribut, das gibt es eben nur einmal, das ist statisch für die Klasse einmal verfügbar, ist eine Klassenvariable und keine Objektvariable. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann lasse ich euch kurz das Zitat lesen. Ja, und das ist tatsächlich relativ interessant. Ich habe da dieses Zitat gefunden in dem UML-User-Guide. Das ist quasi so eine Beschreibung für UML. Das ist so eine Art, ja, so Start-Tutorial, so ein kleines Buch, was quasi so ein bisschen beschreibt, was UML ist. Und das ist eine häufige Fehlannahme, dass wenn ich so ein Klassendiagramm male, dass da immer alle Klassen drin sein müssen. Für jede Klasse müssen immer alle Felder drin sein und alle Methoden drin sein. Und ich muss quasi alles komplett angeben. Das ist nicht die Idee. Die Idee von einem Klassendiagramm ist, dass ich irgendwie das System verstehen kann, dass ich verstehe, wie es funktioniert. Und dafür ist für ein Diagramm nicht zwingend notwendig, immer alles zu zeigen, was einfach dazu führen würde, dass ich das bei größeren Systemen nicht mehr sehen kann. Was ist, wenn ich 1000 Klassen habe, jede Klasse hat 100 Attribute und 100 Methoden, dann sehe ich in diesem Klassendiagramm nichts mehr. Das heißt, die Idee ist, man zeigt immer einen Ausschnitt. Und das ist ähnlich wie mit den Sichten, die wir schon bei Softwarearchitektur besprochen haben. Es ist eine Sicht auf das System. Ich zeige da bestimmte Sachen, andere Sachen lasse ich weg. Das heißt, wenn ihr ein Klassendiagramm seht, und das ist das hier, dann könnt ihr nicht sagen, es gibt nur drei Attribute. Das lese ich aus einem Klassendiagramm nicht raus. Das Einzige, was ich herauslese, ist, es gibt diese drei Attribute. Aber es kann durchaus mehr geben, weil ich eben bestimmte andere weglasse, weil die gerade nicht relevant sind für mein Diagramm. Ja, das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn ihr auf Diagramme drauf guckt, dass die eben typischerweise unvollständig sind. Gut, ich hatte schon angedeutet, dass wir es noch ein bisschen schwerer machen. Und zwar, was wir uns jetzt noch angucken, ist, welche anderen Arten von Verbindungen gibt es jetzt eigentlich noch? Ich streiche das mal durch. Wir sprechen ja nicht über Komponenten. Es gibt nämlich noch andere Verbindungen. Manchmal möchte ich Aussagen oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was macht diese Assoziation hier? Die Assoziation sagt, Klasse 1, Klasse 2 haben irgendwie was miteinander zu tun. Ja? Oder die Lehrveranstaltung und die studierende Person, die hängen irgendwie zusammen. Aber
es ist nicht notwendigerweise so, dass es zwischen den beiden eine Hierarchie gibt. Manchmal gibt es aber eine solche Hierarchie und wir reden von einem größeren Ganzen, was aus irgendwie Teilen besteht. Und um das erkennbar zu machen in einem Diagramm, gibt es eine spezielle Notation. Und zwar ist die recht simpel. Die ist nämlich nicht mehr symmetrisch, sondern wir haben irgendwas, was wir als das Größere betrachten und wir haben irgendwas, was aus Teilen besteht. Und die beiden sind jetzt in Verbindung. Und um das von der Assoziation unterscheiden, hat man sich diese Notation ausgedacht. Das ist so ein kleines Rhombus oder ein Quadrat, was auf der Spitze steht. Und das sagt uns jetzt, dass diese spezielle Verbindung hier ist eine, selbst nochmal nachlesen, eine Aggregation. Und bei dieser Aggregation ist das Größere ist quasi das, wo dieses Symbol hier auf der linken Seite ist. Ja? Typischerweise in einem Beispiel würde also hier nicht stehen, das und das ist das große Ganze, sondern das kann ich aus der Notation rauslesen. Da habe ich ein Beispiel für. Und zwar können wir uns überlegen, es gibt Räume, English Room, und die haben Wände. English Wall. So, und ich möchte jetzt aussagen, Räume und Wände sind nicht auf dem gleichen Abstraktionslevel, sondern ein Raum ist was Größeres, das setzt sich unter anderem zusammen aus Wänden. So, das heißt, das machen wir so. Ja, und jetzt lese ich quasi heraus, aha, der Raum ist das Größere und der Raum besteht aus solchen Wänden. Jetzt gehen wir noch weiter und jetzt wird es noch ein bisschen komplexer. Ja, also das ist quasi eine spezielle Assoziation, eine Aggregation ist eine spezielle Assoziation, aber es gibt noch spezielle Formen von Aggregation, die nennen wir Komposition. Was ist jetzt eine Komposition? Erstmal eine Komposition wird anders dargestellt. Ich deute das jetzt mal an, um hier ein bisschen Zeit zu sparen. Was machen wir jetzt? Wir malen das hier aus. Ja, also das hier wäre eine Aggregation und wenn das so aussieht, ist es eine Komposition. Das müssen wir da nicht dran schreiben, das ist jetzt bloß für euch, dass ihr es zuordnen könnt, das Symbol. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Lebenszeit von diesen Objekten, die wir da beschreiben mit diesen Klassen, dass die voneinander abhängt. Das heißt, es gibt Objekte, die, sobald es die nicht mehr gibt, darf es auch diese Teile nicht mehr geben. Und genau das drückt die Komposition aus. Und das gucken wir uns jetzt an einem Beispiel an. Nämlich wir erweitern das Beispiel hier ein bisschen und wir sagen, es gibt noch ein Gebäude. Englisch Building. So, kurze Zwischenfrage. Was meint ihr jetzt? Also ich sage schon mal, das ist eine Komposition. Ja? Würdet ihr jetzt, wer ist dafür, dass wir dieses Symbol hier oben hinmalen an den Raum? Kurzes Handzeichen. Wer ist dafür, dass wir das hier unten hinmalen? Wer ist dafür, dass wir es oben und unten hinmalen? Gut, also das wäre schon mal syntaktisch nicht richtig. Ja? Weil es gibt das große Ganze, quasi dieses Symbol, das kann quasi immer nur auf einem Ende stehen. Genauso wie bei der Aggregation. Und tatsächlich muss es hier so rum sein. Ja, auch das wird wieder ausgemalt. So unterscheiden wir das von der Aggregation. Weil das Gebäude, wenn es das Gebäude nicht mehr gibt, gibt es auch die Räume nicht mehr. Und andersrum muss erst das Gebäude gebaut werden und dann können irgendwie Räume entstehen. Da gibt es eine Frage. Ja. Dankeschön für das Beispiel. Ich komme da gleich drauf zurück. Ich mache es noch ein bisschen spannend mit der Antwort. Ich wiederhole auch gleich für die anderen nochmal die Frage. Noch ein anderes Beispiel, das das vielleicht auch klar machen kann. Das ist auch nochmal ein bisschen leichter nachvollziehbar. Und zwar kann ich eine Tür haben. English Door.
So, wer ist dafür, dass zwischen den beiden eine Assoziation besteht? Also eine Assoziation ist alles. Ja? Also jede Komposition ist eine Aggregation ist eine Assoziation. Also eine Assoziation haben wir sowieso irgendwie, ja, da gibt es so eine Tür und die hat natürlich irgendwas mit einer Wand zu tun. Also Assoziation auf jeden Fall, aber welche Form? Wer ist dafür, dass es eine Komposition ist zwischen den beiden? Wer ist dafür, dass es eine Aggregation ist zwischen den beiden? Gut, ich bin der Meinung, es ist eine Komposition und zwar in folgende Richtung. Und zwar, die Wand ist erstmal das Größere. Ja? Also das sehen wir jetzt hier auch. Hier ist eine große Wand, da ist eine Tür. Und die Tür, wenn die Wand weg ist, ist die Tür auch weg. Und es kann erst, wenn die Wand da ist, kann die Tür auch überhaupt erst zustande kommen. Ja? Es ist also in beide Richtungen bedingt sich das und deswegen eine Komposition. Und es ist auch nicht in die andere Richtung eine Komposition, weil die Tür ist nicht das größere Ganze, was irgendwie diese Wand enthält. Ja, dann könnte man irgendwie weitermachen, es gibt noch eine Klinke an der Tür und ein Schloss, ja, dann würde das irgendwie da noch weitergehen. Gut, an der Stelle, um das irgendwie klar zu machen, können wir dann auch nochmal Multiplizitäten dran schreiben. Also ein Raum gehört genau zu einem Gebäude. Ja, jetzt seht ihr auch nochmal, in welche Richtung die gehen. Und ihr seht auch nochmal ein Beispiel. Ich schreibe jetzt keine Rollen dran, sondern ich schreibe bloß Multiplizitäten dran, weil sich die Rollen quasi aus dem Kontext ergeben. So, ein Gebäude kann aber beliebig viele Räume haben. Ist vielleicht etwas schwer vorstellbar mit null Räumen, aber vielleicht fängt es irgendwann an. Das Gebäude steht erstmal irgendwie im Grobgerüst und dann kommen nach und nach Wände und damit auch Räume dazu. So, jetzt für die Türen habe ich mir Folgendes überlegt. Jede Tür gehört zu genau einer Wand. Ist irgendwie schwer vorstellbar, wie eine Tür irgendwie zu mehreren Wänden gehören soll. Allerdings kann es beliebig viele Türen innerhalb von einer Wand geben. Natürlich könnte noch eine zweite Tür in der Wand sein oder eben bloß diese eine Tür. Gut, jetzt auch noch Multiplizitäten hier oben. Und zwar der Raum hat, da habe ich eine Weile drüber nachgegrübelt, aber hat 1 bis Stern. Ich muss erst anschreiben und dann reden. Also, andersrum. Mal abgesehen von irgendwie runden Wänden, ja, wenn ich nur gerade Wände habe, dann brauche ich irgendwie 3 Wände, um mindestens einen Raum zu gestalten. Das heißt, mindestens 3 Wände hat ein Raum und eine Wand muss zu mindestens einem Raum gehören. Ja, wenn diese Wand jetzt zum Beispiel, die gehört zu 2 Hörsälen, also zu 2 Räumen. Die kann aber noch zu beliebig vielen anderen Räumen gehören. Es könnte ja sein, dass da drüben einfach noch mehr Räume auf der Seite sind. Gut, jetzt zurück zu der Zwischenfrage. Nämlich die Zwischenfrage war, sollte jetzt nicht auch der Raum eine Komposition mit der Wand haben? So, das war das, wo ich mir in Vorbereitung am längsten Gedanken drüber gemacht habe. Und jetzt fehlt mir das Argument tatsächlich. Es wäre jetzt vorstellbar, dass wir diesen Hörsaal hier vergrößern, indem wir diese Wand rausnehmen. Dann würde ich also Folgendes machen. Ich würde diese Wand rausnehmen, dann gibt es den anderen Hörsaal, ich glaube L2, ne, ist das nebenan. Dann gibt es L2 nicht mehr, der verschwindet dann. Aber dieser Hörsaal, wir würden dann einfach sagen, das heißt weiterhin L1 und L1 ist einfach größer danach. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Hörsaal hier auch weiterhin überlebt, wenn ich eine einzelne Wand rausnehme, weil ich dann sage, dass der größer wird. Aber es ist eine Frage nach der Modellierung. Ja. Genauso gut könnte man auch sagen, ich habe eine andere Auffassung von den Räumen und ich würde hier an der Stelle eine Komposition nehmen. Gut, ansonsten ist es relativ schwierig, in einem kleinen Beispiel alles mal zu modellieren und hier war es jetzt eben so modelliert. Gut, gibt es dazu Fragen? Ansonsten können wir die auch, wenn wir nachher rumgehen, könnt ihr gerne noch Fragen stellen.
So, was hat das mit der Vorlesung zu tun? Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt bestimmte Sachen in diesen Diagrammen kursiv schreiben können und dann haben die eine andere Bedeutung. Das ist relativ hässlich. Bei Klausuren haben wir das festgestellt, weil wir müssen dann entscheiden, ob ihr gerade kursiv schreibt oder nicht. Typischerweise ist eine Handschrift immer irgendwie ein bisschen kursiv. Deswegen haben wir uns hierfür was anderes ausgedacht, wie wir das darstellen. Und das ist sozusagen ein bisschen dieser Bezug zu diesem XKCD, dass man über Schriftarten irgendwelche Semantik darstellt, ist vielleicht nicht so eine schlaue Idee, ist aber einfach so, hat sich so etabliert in UML und ist da so. Müssen wir also so benehmen, allerdings wir werden jetzt gleich hier noch sagen, wie wir das hier handhaben für den Kurs. Was machen wir jetzt? Wir haben Klassen, die irgendwie in einer Beziehung zueinander stehen. Und zwar haben wir, das sind jetzt hier schon verschiedene, wir haben schon Assoziationen gesehen, wir haben Aggregationen, wir haben Kompositionen und wir haben noch mehr Verbindungen, die denkbar sind. Und die gucken wir uns jetzt hier gleich mal am Beispiel an. So, ich kann zum Beispiel sagen, es gibt Studierende und es gibt, jetzt muss ich mal gucken, dass ich euch das hier so anmale, dass ihr noch was seht. So, und es gibt Kurse. So, und Studierende und Kurse, was haben die gemeinsam? Die haben beide einen Namen. Das können wir jetzt darstellen. Wir können nämlich einfach sagen, ich habe ein named, ist ein bisschen konstruiertes Beispiel, ja, sorry. Ich habe ein sogenanntes named Object. So, und das named Object hat vielleicht Felder oder nicht, aber die sind jetzt hier nicht relevant für das, was wir zeichnen, aber das hat auf jeden Fall eine Funktion, nämlich eine Funktion getName. Jetzt mal wieder eine Besonderheit. In dem Diagramm hier zum Beispiel lasse ich jetzt die Sichtbarkeiten weg, weil die für das Diagramm vielleicht nicht relevant sind. Ja, das heißt, wir können es auch immer entscheiden, diese Sichtbarkeiten hier wegzulassen. Ich würde übrigens empfehlen, dass wenn ihr das in einem Diagramm benutzt, dass ihr es dann auch konsistent benutzt oder eben gar nicht. Ich benutze es jetzt hier gar nicht. Gut, also wir haben Named Objects, wir haben Studierende, wir haben Kurse und jetzt können wir sagen, naja, die übernehmen jetzt beide davon was, nämlich die übernehmen beide diese Methode getName von da. Das ist jetzt ein bisschen blöd gezeichnet von mir. Das könnte jetzt auch hier dazwischen sein. Ja. Ich passe jetzt bloß hier nicht hin. So, die Besonderheit ist jetzt, das ist eigentlich keine Klasse, weil wo der Name herkommen soll, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ja. Da wird er vielleicht anders abgespeichert. Bei einem Kurs reicht es vielleicht, einen Langnamen und Kurznamen zu haben. Bei Personen habe ich vielleicht ersten Vornamen, zweiten Vornamen oder eine Liste von Vornamen und den Nachnamen. Das heißt, die sind anders abgespeichert. Das heißt, was ich hier machen kann, ist zu sagen, das ist ein Interface. So, und um das quasi von den ganzen anderen Klassen zu unterscheiden, zu sagen, das ist jetzt hier wirklich bloß eine Schnittstelle, man kann daraus keine Objekte direkt erzeugen, ja, das macht auch gar keinen Sinn, was soll so ein Named Object schon sein? Das hat überhaupt keine Entsprechung in unserer realen Welt, das heißt, wir wollen davon keine Objekte erzeugen und deswegen trägt das dieses Label hier oben und so unterscheiden wir quasi eine Schnittstelle von einer normalen Klasse, in dem da vorne oben in Eckchen, Klammern, Interface dran steht. Gut, und jetzt gibt es zwei Arten von Vererbung. Jetzt müssen wir gucken, was hier wann auf meinen Folien noch kommt.
Genau, also jetzt haben wir ein Beispiel für ein Interface gesehen und die entsprechenden Pfeile sind dann gestrichelte Pfeile mit eben der Pfeilspitze. Und die Pfeilspitze zeigt immer zur Superklasse. Ne? Das heißt, ein Student ist ein Named Object, ein Kurs ist ein Named Object, aber ein Named Object ist nicht notwendigerweise ein Student oder ein Kurs. So, jetzt kann es auch verschiedene Arten von Kursen geben. Nehme ich zum Beispiel eine Vorlesung, Lecture oder ein Seminar. So, und der Vorteil ist jetzt erstmal, naja, also alles, was ich hier in dem Kurs schon definiert habe, also zum Beispiel die Namen, vielleicht kommen ja auch Credit Points oder sowas, die haben halt auch Vorlesungen und Seminare, aber vielleicht haben Vorlesungen und Seminare noch andere Abhängigkeiten oder andere Sachen, die wir da anders modellieren wollen. In dem Beispiel kann es jetzt so sein, dass ich nicht mehr möchte, dass man Kurse noch als Objekte anlegen kann, sondern alle Kurse sollen entweder Vorlesungen sein oder Seminare. Ich kann hier auch noch mehr Typen anlegen. Und um das darzustellen, kann ich hier das Kursiv schreiben, was ihr jetzt wahrscheinlich nicht seht, dass ich das Kursiv geschrieben habe. Und deswegen einigen wir uns darauf in der Vorlesung, dass wir hier immer Abstract drunter schreiben. So, fragt mich nicht, warum Abstract so aussieht und Interface so aussieht. Ich habe es mir nicht ausgedacht, das ist leider so in UML, das ist die Konvention. Und das sagt uns jetzt, es wird im Speicher später keine Objekte geben vom Typ Kurs, sondern das ist nur eine Klasse, die uns hilft, irgendwas zu strukturieren. In eurer Implementierung beim Praktikum haben wir einige gesehen, die haben hier zum Beispiel eine Expression, die ist abstrakt, oder eine Binary Expression und die ist abstrakt. Das heißt, das wären so Beispiele, weitere Beispiele dafür. Gut, nur dass ihr das mal seht, dass das auch geht. Wir können jetzt sagen, die Studenten, die gibt es zwar, aber es gibt noch spezielle Studenten, nämlich Doktoranden, PhD, Student. Die haben alle Rechte von den Studierenden. Das heißt, sie haben Studentenausweis und so weiter und die verdienen zusätzlich noch Geld und die kriegen irgendwann ihren Doktor. Und da ist es aber der Unterschied im Vergleich zu den Kursen, dass es trotzdem weiterhin normale Studierende gibt und Studierende, die zusätzlich noch Doktoranden sind. Ja, das heißt, an der Stelle würden wir die Klasse eben nicht abstrakt machen. Das heißt, diese Fälle sind auch denkbar, dass es gewisse Objekte gibt, zu denen es Subtypen gibt, die aber nicht abstrakt sind. Bloß, dass ihr das mal in dem Beispiel seht. Gut, gibt es Fragen dazu? Gut, jetzt gibt es eine Reihe von Regeln wieder. Das ist eigentlich eher für euch so gedacht, das nochmal zu durchdenken. Vieles davon habe ich schon nebenbei gesagt, was man so macht und was man nicht macht. Also, wir haben typischerweise für Klassen und für Attribute haben wir irgendwie Substantive. Ja, wir beschreiben irgendwas, was einfach da ist, Objekte aus dem, was wir eben beschreiben wollen als Domäne. Operationen sind typischerweise eher Dinge, die passieren können, wie wir an diesem getName sehen, an dem Beispiel setName. Das heißt, es ist irgendwas, was passiert, das deutet auf auf ein Verhalten hin. Gut, dann nutzen wir typischerweise Camel Case, für die, die es etwas genauer wollen, den Pascal Case, soll uns hier als Genauigkeit reichen. Klassen können beliebige Anzahl von Attributen und Operationen haben. Und noch mal zur Erinnerung, in dem Diagramm ist vielleicht bloß eine Teilmenge. Ihr könnt nicht in dieses Diagramm gucken und sagen, die Klasse hat 3 Attribute und 3 Methoden, sondern sie hat mindestens 3 Attribute und mindestens 3 Methoden. Ja? Gut. Wir wollen keine Zyklen haben in Vererbungshierarchien, das wäre irgendwie schwierig, ne? So ein Zyklus irgendwie, dass ein getNamed-Object wieder irgendwie von Doktorand erbt oder sowas, das ist nicht erlaubt. Wenn wir abstrakte Operationen haben, wir können also auch gewissen Operationen sagen, also das hier ist eh schon eine abstrakte Operation, aber wir könnten jetzt hier drin abstrakte Operationen haben,
dann schreiben wir da auch einfach Abstract dazu, direkt an die Operation. Das könnten wir aber hier jetzt nicht machen, weil eine Klasse, die nicht selbst abstrakt ist, darf keine abstrakten Methoden enthalten. Gut, Schnittstellen, wenn die irgendwie private Member haben, wäre das irgendwie schwierig. Ja? Also Attribute und Operationen in Schnittstellen sollten irgendwie nicht private sein. Das heißt, ich darf hier an die Stelle vor getName, darf ich nicht einfach Minus machen. Ja? Das macht irgendwie wenig Sinn, weil das könnte dann nur innerhalb von diesem Interface aufgerufen werden. Das kann in manchen Fällen irgendwie mal Sinn machen, aber wenn alles private ist, dann kann ich auf nichts zugreifen. Gut, und was anderes noch, dass jede Klasse kann nur Teil von einer Komposition sein und das liegt eben daran, wie ich Objekte anlege. Sonst wüsste ich nicht, wenn ein Objekt Teil von mehreren Kompositionen ist, wer ist eigentlich zuständig dafür, dieses Objekt zu erzeugen und auch wieder zu löschen. Das, was wir jetzt vorhin im Beispiel mit den Räumen hatten, es kann eben nicht ein Raum gleichzeitig irgendwie in der Komposition zum Gebäude sein und noch in einer anderen Komposition zu Türen oder irgendwas anderem oder zu einem Fenster oder ähnlichem, ja? Sondern es muss immer zu einem nur Teil der Komposition sein. Gut. Ja, kleinen Hinweis noch, lasse ich euch kurz lesen. Gut, das Wort Polymorphismus taucht tatsächlich vorhin schon auf in dem, ich glaube in dem Fragebogen taucht das nicht auf, den wir euch den Lückentext. Allerdings ist das quasi so die Idee, ich habe eben eine Methode in irgendeinem der Objekte und die Subklassen können das überschreiben und können sagen, jetzt passiert was Neues und die ausführende Umgebung, also die Java Runtime Environment oder eben bei C++ die Möglichkeit, wie das der Compiler dann umsetzt für uns, die stellt eben sicher, dass immer die speziellste Implementierung genutzt wird, also die aus der niedrigsten Klasse in dieser Klassenhierarchie. Gut, damit sind wir fertig mit den Strukturdiagrammen und können uns gleich nach einer kurzen Pause den Sequenzdiagrammen noch widmen. Die Idee ist jetzt, dass ihr Folgendes macht. Ihr zeichnet ein Klassendiagramm. Und zwar sollt ihr in das Klassendiagramm, das kann beliebig groß sein, wie ihr wollt, das kann auch eine Domäne modellieren, wie ihr wollt, aber ihr solltet in dieses Klassendiagramm exakt 3 Fehler reinmachen. Ja, in der letzten Vorlesung hatten wir, ihr solltet einen Fehler einbauen, diesmal exakt 3 und dann solltet ihr das austauschen und dann gegenseitig versuchen, genau diese 3 Fehler zu finden. Wenn ihr mehr oder weniger findet, dann stimmt irgendwas nicht, dann müsst ihr klären, woran es liegt. Gut, und wenn Fragen sind, jederzeit melden. Wir sind da, wir können Fragen beantworten zu Spezialfällen. Gut, wir würden jetzt langsam weitermachen. Ich weiß, dass vielleicht alle noch nicht mit der Aufgabe durch sind. Dann könnt ihr vielleicht die später noch verteilen und später nochmal nach Fehlern gucken. Wir wollen jetzt im dritten Teil der Vorlesung noch über Sequenzdiagramme sprechen. Das werde ich jetzt ein bisschen kürzer fassen. Ich werde jetzt nicht mehr anmalen, sondern werde jetzt hier was Vorgemaltes auf den Folien dafür nutzen. Die Idee ist, dass ihr diesen Diagrammtyp auch kennenlernt. Das ist sicherlich der von diesen 6 Diagrammtypen, die wir angucken, der am wenigsten benutzt wird in der Praxis. Es ist leider aber auch der Diagrammtyp, wo ihr, wenn ihr euch an Beispielen aus dem Internet bedient, die typischerweise alle falsch sind. Also ich sehe wenig Beispiele, wenn ich da irgendwie mal gucke nach Beispielen für Sequenzdiagramme, die irgendwie richtig sind. Und Ziel von dieser Vorlesung, gut, es wird in 10 Minuten schwierig, aber auch den Übungen dazu ist, euch auf den Weg zu bringen, dass ihr viele dieser Fehler nicht macht, die typischerweise 3 macht werden. Gut, also wir sind bei den Verhaltensdiagrammen. Da gibt es eine spezielle Unterart von Interaktionsdiagrammen. Und auch wenn die jetzt relativ selten sind in der Praxis, die Sequenzdiagramme, so ist es doch die Art von Interaktionsdiagrammen, die noch am verbreitetsten ist und deswegen besprechen wir die. Also es geht immer noch um Verhalten, aber es geht irgendwie darum, wie verschiedene Elemente, die in unserem Programm sind, wie die miteinander zusammenarbeiten, wie die miteinander interagieren. Ja, und da gibt es halt auch noch verschiedene andere Diagrammtypen, die dann
andere Arten der Interaktion modellieren. Gut, was wir tatsächlich haben bei Sequenzdiagrammen, und das unterscheidet es von allen anderen Diagrammtypen, ist insofern auch interessant, ist, wir haben zwei Dimensionen. Wir haben nämlich eine vertikale und eine horizontale Dimension, und die vertikale Dimension, die entspricht der Zeit, und die horizontale Dimension entspricht verschiedenen Objekten, verschiedenen Rollen, die irgendwie was über die Zeit miteinander machen. Das sieht jetzt zum Beispiel so aus. Wir haben jetzt hier ein Beispiel und die Zeit läuft jetzt von oben nach unten. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Zeitpunkt. Wir können jetzt hier eine gewisse gedachte Linie durchmalen und können sagen, es gibt jetzt hier ein Objekt 1, es gibt irgendwas, das haben wir nicht näher benannt, vom Typ Klasse 2. Und an dem Punkt gibt es quasi diese beiden Objekte. An einem anderen Zeitpunkt gibt es vielleicht drei Objekte, da gibt es auch noch das Objekt 2. Und da sehen wir auch, ne, warum wir haben von der Klasse 1 haben wir quasi zweimal den gleichen Typ. Und dann sollte man in dem Diagramm natürlich auch sagen, wie die sich unterscheiden. Und die unterscheiden sich hier mit dem Namen. Ja, einmal Objekt 1, einmal Objekt 2. Gut, das heißt, es gibt mal 2, mal 3. Später gibt es vielleicht wieder bloß 2, weil hier irgendwie das Objekt zerstört wurde. Das bringt uns schon zu dieser Lebenslinie, also diese gestrichelte Linie, die immer von oben nach unten verläuft, die gibt quasi an, wann ein Objekt lebt. Ein Objekt ist vielleicht irgendwann aktiv, das sagen diese Balken, und irgendwann lebt es und irgendwann endet es vielleicht auch, wenn das Objekt zerstört wird, das heißt, wenn es nicht mehr im Speicher liegt, wenn es nicht mehr verwendet werden kann. Das kommt jetzt ein bisschen auf die Programmiersprache an. Bei Java kann das schon sein, dass das Objekt noch irgendwo im Speicher rumliegt, aber keiner mehr darauf zugreifen kann und dann irgendwann mit Garbage Collection dann ein Tool drüber läuft, was dann den Speicher mal wieder aufräumt. Aber wir meinen jetzt hier wirklich, wann dieses Objekt, wann man darauf nicht mehr zugreifen kann. So, jetzt wissen wir schon quasi, das sind diese Lebenslinien, gestrichelte Linie, wann ein Objekt aktiv ist, das sehen wir an diesen Aktivierungsbalken. Und das sind quasi diese doppelten Linien, das sind so Blöcke, da lassen wir dann auch die Lebenslinie weg und zeigen, an der Stelle ist ein Objekt aktiv. Jetzt ist das Ganze auch wieder nur spannend, wenn es irgendwo Interaktionen gibt zwischen diesen Objekten. Und da gibt es verschiedene Arten von, nämlich insbesondere synchrone Nachrichten. Eine synchrone Nachricht, also eine Nachricht, die ein Objekt an ein anderes schickt. Da haben wir hier mehrere Beispiele von. Ja, an der Stelle schickt Objekt 2 eine Nachricht an ein Objekt vom Typ Klasse 2, hier von Objekt 1 zu Objekt 2. Das ist hier sogar ein besonderer synchroner Fall, weil hier wird ein neues Objekt erzeugt. Ja, deswegen zeigt der Pfeil hier auf den. Hier zeigt der Pfeil quasi auf den Beginn, auf diese Rolle hier oben. Und an der Stelle zeigt es einfach auf die. Auf einen Aktivitätsbalken und an der Stelle gibt es quasi ein Objekt, das liegt schon im Speicher und an einer gewissen Stelle wird es eben aufgerufen und wird wieder aktiviert. Gut, damit haben wir alles, was hier jetzt erstmal zu sehen ist. Vielleicht noch in dem Bild gibt es auch noch Pfeile, wo wir zurückspringen, ja, wann immer wir so eine synchrone Nachricht haben, also sagen, jetzt bitte mal Folgendes tun und ich pausiere. Ja, also das Objekt macht hier nichts in der Zeit. Würde quasi dieses Objekt erzeugt werden, würde irgendwas tun, zum Beispiel der Konstruktor wird ausgeführt. Gibt es hier noch eine Frage hiervon? Weil das stört, glaube ich, die anderen. Die gucken nämlich mehr zu euch als zu mich, als zu mir. Gut, dann haben wir irgendwann einen Rücksprung, der nennt sich Return. Hier haben wir den auch. Wir springen irgendwann wieder zurück. Und wir sehen quasi diese synchronen Pfeile an der Stelle. Was wir auch haben in dem Beispiel, jetzt habe ich es, glaube ich, eben vorher falsch gesagt, das ist eine asynchrone Nachricht. Diese asynchrone Nachricht hat quasi erstens keinen Rücksprungspunkt und zweitens ist das Objekt, was wir hier haben, was mich aufruft, das ist unter Umständen nicht mehr so lang aktiv, wie ich noch aktiv bin. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen. Es gibt verschiedene nebenläufige Prozesse im Rechner und wenn der eine einem anderen Prozess sagt, mach mal bitte Folgendes, aber ich warte jetzt nicht auf dich, sondern melde dich einfach, wenn du fertig bist, dann ist das das, was hier in der Klasse 2 passiert. Ja, passiert irgendwas nebenläufig, das Objekt ist irgendwann fertig, schickt eine Nachricht zurück und dann habe ich quasi gewisse Daten. Und so lange muss ich jetzt nicht warten, wohingegen bei einer synchronen Nachricht ich quasi immer warten muss. Das Objekt ist also so lange aktiv, wie das andere aktiv war.
Gut, jetzt sehen wir hier ein Beispiel. Das ist jetzt eine Vorlesung. Wir haben mich als Vorlesenden, wir haben irgendwie einen Studierenden. Der Studierende heißt jetzt Daniel. So, Daniel schreibt sich ein für diese Vorlesung. Und interessanterweise, Daniel ist quasi von Anfang an aktiv hier und schreibt sich an irgendeiner Stelle ein. Das ist immer ganz gut, oben am Beginn der Rolle anzufangen, weil man dann sagt, ich gebe hier nicht vor, wo diese Aktivität jetzt herkommt. Das ist anders bei der Vorlesung. Die Vorlesung wird quasi nur aktiv, wenn irgendjemand was macht, zum Beispiel dieses Einschreiben. Ja, das könnte jetzt hier der Panda-Kurs sein. So, dann gibt es irgendwann eine Rückmeldung, jetzt erfolgreich eingeschrieben und jetzt kann es eben sein, das Ganze passiert jetzt wieder ein bisschen asynchron. Ich schreibe irgendwann eine Ankündigung. Die meisten Ankündigungen schreibt tatsächlich Jana. Dann würden wir quasi eine Ankündigung schicken. Das heißt, wir schicken die an den Panda-Kurs und der Panda-Kurs schickt die dann weiter als Ankündigung. Ist allerdings nicht so, dass wir jetzt warten müssen, bis alle von euch das gelesen haben und nicht mehr weiterarbeiten können und deswegen hier als asynchrone Nachricht. Ne, wir verschicken eine Ankündigung, wann ihr die lest. Wir müssen nicht warten, bis alle 300 Studierenden uns das okay gegeben haben. Ihr habt es gelesen und erst dann können wir weiterarbeiten. Gut, das als Beispiel. Jetzt gibt es eine Reihe von Regeln, die auch da zu beachten sind. Wenn ein Objekt aktiv wird, dann immer nur durch zwei verschiedene Fälle, nämlich entweder zu Beginn einer Rolle, wie zum Beispiel hier Daniel oder ich, oder aber am Beginn, wenn eine Nachricht kommt. Das sehen wir hier bei der Vorlesung. Also die Vorlesung wird aktiv, sobald eine Nachricht hier geschickt wird. Nur aktive Objekte, also nur von einem Aktivitätsbalken, kann ich tatsächlich eine Nachricht schicken. Das heißt, es kann nicht eine Lebenslinie geben und von da geht ein Pfeil los, weil ein Objekt, was nicht aktiv ist, wo nichts passiert gerade, wo keine Nachricht oder keine Nachrichten ausgeführt werden, keine Operationen ausgeführt werden, kann eben entsprechend auch nichts tun. Gut, wichtig dabei, wann immer ihr so einen synchronen Pfeil habt, und ich habe noch nicht zu der Pfeilspitze gesagt, synchrone Pfeile haben eine ausgemalte Pfeilspitze, asynchrone haben eine Pfeilspitze, die nicht ausgemalt ist. Zu jedem synchronen Pfeil gibt es genau einen Return-Pfeil und der muss auch direkt danach kommen. Ihr könnt also nicht hier dazwischen noch mehr Pfeile malen. Und wichtig ist, zu jedem Return muss es auch einen passenden synchrone Nachricht geben. Ich könnte also nicht jetzt hier an der Stelle sagen, ich schicke hier noch einen Return-File, das wäre dann entsprechend ungültig, weil das zu einer asynchronen Nachricht wäre. Die können beliebig verschachtelt werden, das habe ich jetzt hier noch nicht erwähnt, das haben wir hier gesehen. Ein Objekt kann natürlich, eine Nachricht kann, oder eine Methode kann ausgeführt werden und es kann noch eine andere Methode auf demselben Objekt aufgerufen werden. Das heißt, sie können beliebig geschachtelt werden ineinander. Ein Objekt, was einmal aufgelöst wurde, wird nie wieder aktiv. Ja? Die Lebenslinie hört dann auf und es wird auch nicht wieder irgendwann aktiv, wenn dann entsteht ein neues Objekt. Und wichtig ist noch, wann immer ihr solches Diagramm seht, könnt ihr davon nicht ablesen, wie schnell irgendwas passiert. Das heißt jetzt nicht, weil dieser Balken zufällig genauso lang ist wie dieser, dass diese Aktion genauso lang dauert wie die. Das Einzige, was wir in diesem Diagramm sehen, sind Reihenfolgen. Das heißt, wir sehen, dass sich Daniel erst einschreibt und dann kommt die Ankündigung. Und das macht natürlich einen Unterschied. Ne? Daniel würde die Ankündigung nicht bekommen, wenn die Ankündigung erst geschickt wird und danach. Was wir allerdings nicht sehen, ist, ob das hier jetzt das Einschreiben eine Minute dauert oder eine Sekunde oder 10 Millisekunden. Das können wir da quasi nicht erkennen. Und damit wir diese Reihenfolgen entscheiden können, ist es wichtig, dass diese Pfeile immer komplett horizontal sind. Weil wenn ihr jetzt anfangt, irgendwie schräge Pfeile zu malen, dann ist nachher die Frage, welche von diesen Pfeilen passiert eigentlich davor. Das ist ein atomares Event und deswegen als ein Zeitpunkt, wo das passiert. Gut, das war's zu den Sequenzdiagrammen. Damit haben wir quasi alle UML-Diagramme, die wir so besprechen wollen, besprochen. Und beim nächsten Mal in der Vorlesung werden wir tatsächlich sehen, dass wir Klassendiagramme und Sequenzdiagramme auch brauchen, nämlich um Entwurfsmuster darzustellen. Gut, was wir jetzt für euch noch haben, aber nicht für jetzt, sondern für später, ist ein kleines Quiz. Da sollt ihr erkennen, welche Sequenzdiagramme richtig und falsch sind und könnt damit euch noch mal ein bisschen überprüfen. Wir sehen uns nächste Woche in der Vorlesung. Bis dann.